Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei True Farming auf unserer Schwarzing Map. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist wirklich sehr, sehr lieb von euch. Und ja, wir sind im Livestream, Freitagabend Livestream. Es schauen fast 3000 Menschen zu und das ist ziemlich derbe. Holy shit, what is this? It looks like donate. Oh ja, my God, I will cry from all the bamboo I'll buy. Ihr habt, es kann sein, dass heute immer mal eine Donation kommt. Nein. Red mal einfach nicht drüber. Es ist nämlich so, dass heute der Eskalationsfreitag ist. Für die Leute, die nicht beim Livestream dabei waren, seid froh, denn das ist alles andere wie, ja. Für deine kleine Tochter normal. Und wähle nicht gut. Einschaltungszeichen. Schala, danke nochmal für 1100 Bits. Asko, danke schön für 30 Euro für das neue T-Shirt. Bruder, danke. Für deine kleine Tochter und wir nicht. Bruder, brauchst du keine Sorgen machen. Einschaltungszeichen. Geh zu 100% auf jeden Fall zu ihr. Da kannst du dir sicher sein. Safe Call, Alter. Safe Call. Dankeschön. So, gut. Willi ist auch mit am Hof und Stuart ist am Hof. So, Stuart. Hm. Was geht ab? Ja, alles fresh, ne? Alles fresh. Es wird schon wieder Abend, Alter. Ja. Sag mal, hast du eigentlich eine Unterkunft oder sowas? Nee, ne? Hast du auch noch nicht. Weißt du, was ich die ganze Zeit überlege? Alter, Digga, bist du schon angefangen? Ach, scheiße. Ich warte auf das 3, 2, 1 und stehe hier und denke, was hier los? Hier steht doch drin im Chat, was bist du denn? Ja, mit, wenn du nicht liest. Ja, also, weißt du, wenn du hier, weißt du, Aske, das Internet nicht, da hältst du hier die Aufnahme auf, ewig lange im Livestream und jetzt liest du das 3, 2, 1 auch nicht und machst hier gleich mal Backe oder was? Ja, tut mir leid. Ich geh los, bis gleich. Ja, mein Gott, ey. Mein Gott, erste Mal YouTube heute. Junge, wird ihr Himmelangst. So, aber es geht weiter. Wir sind stehen geblieben. Ich muss ja mal mein schlaues Buch gucken. Willi, nach wie. Können wir mal kurz einer das Tor hier auf den Kopf lassen? Dass mal kurz wieder alles in die richtige Richtung drückt. Ah, so, danke, reicht. Perfekt. Stuart, hey, du bist auch hier. Stuart, ich brauche nach wie vor einen Hund. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich will einen Hund. Ja, dann müssen wir wohl mal einen kaufen. Bist du tierlieb? Ja, ich bin immer. Hallo, Herr Eschfeld. Oh, hallo. Einen wunderschönen. Stillgestanden, sonst sind wir wieder ein Hunderter los. Was? Was? Ja, Herr Eschfeld, was... Du wolltest freiwillig eine Spende an die Stadt? Vor allem an die Stadt. Bin traurig. Warum sind Sie denn traurig, Herr Fuhrmann, Herr Schfeld? Haben Sie gerade Fuhrmann zu mir gesagt? Weil Nein. Sie gerade Fuhrmann zu mir gesagt hat. Ich brauche neue Schuhe. Nein, aber Spaß. Herr Schfeld, was denn los? Aber neue Schuhe brauchen Sie? Ist ja unglaublich. Ach Quatsch. Ja, die kosten 1000. Ich wollte eigentlich nur den Transporter abholen. Transporter? Ja, den Warwick. Moment. Haben wir den hier hinten stehen? Nee, der steht hier. Hier vorne. Ja, da ist der Tür ein Stück. Ach, hier, das gute Stück wollen sie wieder abholen, genau. Aber jetzt muss ich mal ganz dumm nachfragen. War der bezahlt? Ja, den hatte ich Ihnen überwiesen, wo wir telefoniert haben. Okay, perfekt, glaube ich Ihnen aufs Wort. Ich hatte bloß noch nicht geschossen, abzuholen. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Was denn? Ja, das, ja. Ah, ja. Ah, hm. Was für ein komisches Geräusch. Ey. Die erste Folge gleich hier komplett vom Arsch hier. Ja, hier ist immer mal, das setzt sich noch, das Gebäude. Hallo? Ja. Die Ratten in den Wänden, oder was? Nein, das Gebäude setzt sich langsam noch. Ah, nee, klar, natürlich. Und ich stehe hier drin, oder was? Da passiert nichts. Das setzt sich ja im Gesamten, ist ja eine Bodenplatte gegossen worden. Ja. Hallo! Das knirscht und knackelt nur ab und zu mal. Hallo! Sie bekommen erstmal kostenlos aufs Haus eine Flasche WD-40. Oh! Ja. Ja, die schenke ich Ihnen. Ah, sehr nett von Ihnen. Ja. So ein Begrüßungsgeschenk. Genau, da können Sie mal das, müssen wir vorsichtig machen, erst den Airbag abklemmen, ne? Dann das Lenkrad mal abnehmen, ein bisschen was auf die Lenkwelle spritzen und wieder drauf machen. Hallo. Und zwar folgendes. Nee, das kann ich jetzt gar nicht. Sind Sie auch Fahrzeuge lackiert? Ja, wir lackieren auch. Ja, wir lackieren auch Fahrzeuge. Und Herr McManus? Kleinen Moment, Stuart. Das klingelt, glaube ich. Stuart?
Ja. Du bist befördert, du darfst jetzt an mein Telefon gehen. Das ist ja nett. Ja. Hier ist Telefon, so bitte. Ich bin dann mal wieder weg, ja, Herr McMahon. Achso, sie hat. Achso, ja, perfekt. Hallo. Herr Hirschfeld? Ja. Hätten Sie später mal eben kurz Zeit? Stimmt. Rufen Sie mich einfach an. Alles klar, Dankeschön. Dankeschön, Dario, für die Donation. Dankeschön für die ganzen Bits noch und Dankeschön für die Subgeschenke, Bruder, Alter. Kommt hier raus, Herr Hirschfeld. Energy, Dankeschön für die Subs an die Community, Bruder. Aber ich gebe mir Mühe. Fitzi Bubla, Bubala, Dankeschön für 200 Resub, Digga. Dankeschön. Oh, wieso ist jetzt der Mann so weggegangen? Digga, ich hab hier Überlänge. Mal ohne einen Kratzer. Ich stell mich hier erstmal auf ganz entspannt an die Wand und warte erstmal, was so passiert. Hier ist nämlich schon wieder ein extrem reges Treiben auf dem Hof. Herr Hirschfeld, ist er schon weg? Moment, oh, muss ich nee, noch rein. Nicht. Herr Hirschfeld! Herr Hirschfeld! Herr Hirschfeld! Herr Hirschfeld! Was denn? Ja, Entschuldigung, ich muss Sie nochmal ganz kurz penetrieren. Und zwar, wissen Sie, wo ich hier ein Tier herbekomme? Ich würde mir gerne einen Hund zulegen. Einen Hund? Ich hätte gerne einen Hund. Ja, auf meinem Grundstück. Ja, einmal so als kleiner Wachhund, aber einmal so, weil ich einfach Hunde liebe. Wissen Sie wie? Ich bin so tierlieb. Und deswegen, ich hätte gerne einen Hund. Wissen Sie zufällig, an wen ich mich da wenden kann? Ja, haben Sie denn die vernünftigen Haltungsmaßnahmen? Zumindest eine Hundehütte oder sowas? Na, die Hundehütte würde ich gleich mitkaufen. Ja, da müssen Sie vielleicht mal erstmal mit dem Bauhof sprechen und dann... Aber Bauhof ist ja irgendwie unbesetzt. Ja, naja, sagen wir es mal so. Ne? Ich muss da noch was reinschreiben. Der Gemeinderat hat sich gegen mich verschworen und hat gesagt, ja, aber der macht immer so gute Arbeit und hier und da und ich... Der Gemeinderat hat sich gegen Sie verschworen? Ja. Okay. Sagen wir es mal so, die haben halt gesagt, ich soll ihn wieder einstellen. Ich soll ein Auge drauf halten, aber... Noch eine Chance geben quasi in dem Sinne. Ja, genau. Okay. Ja, gucken wir mal, ne, wie er sich jetzt macht, oder? Ja, mit Zähneknirschen habe ich dem Ganzen dann zugestimmt. Ja, glaube ich. Aber wie gesagt, das wollte ich noch in den Stadtanzeiger, wollte ich das noch reinschreiben. Gut, aber ich muss jetzt erstmal die Straße freimachen. Ja, wegen dem Hund telefonieren wir auf jeden Fall noch. Wie gesagt, wegen der Hundehütte müssen wir mal gucken, hat ihn einer die hinbaut und dann gucken wir wegen dem Hund wegen sie. Für sie ja, ne? Perfekt. Da kann Dankeschön. Ich Ihnen den Züchter empfehlen, wo der Waldi her ist. Ah, super. Die haben eigentlich ganz süße genau. Hunde da. Sie haben ja, ich würde gerade sagen, Sie haben ja Hund, Sie kennen sich ja aus. Eben. Na. So, ciao. Ciao. Herr Fuhrmann, haben Sie dann nochmal für mich? Ja, oder müssen klar. Sie auch wieder los? Muss ja nur den Transport begleiten, dann komme ich nochmal zu Ihnen. Alles klar, bis gleich. Leo. So, der Herr Fieber. Was ist denn hier los? Alles Blaulicht. Ja, da ist hier, der Gefangenentransporter wird gerade abgeholt. Ah, okay. Ja. Da soll wohl der Zement rein. Nee, Spaß. Ah, okay. Okay, wollen Sie zu mir, Herr Fieber? Der Kollege hat versucht, mal anzurufen, aber... Hast du gar keine ran? Weil ich in der Nähe war, hat keiner gehört, deswegen wollte ich mal vorbeifahren. Ach so, ja, was gibt's denn? Da kommt ja erstmal rein, auf ganz entspannt, ne? Ach, der Herr Berger. Der baut schon wieder wie ein Weltmeister. So, wollen wir mal schauen. Herr Pfeffer, Sie hatten gefragt wegen der Lackierung. Ja, genau. Oh, und Gott, zwar Gott. Der Herr Hofbauer, der ist ja momentan in Jamaika im Urlaub und er würde gern seinen Pickup in Purple haben wollen. Der Herr Hofbauer hätte gern den Pickup in Purple. Ja, genau, der Hans Hofbauer. Das ist kein Problem. Da würde ich Ihnen den Kollege von mir vorbeischicken, dass er den Pickup abholt. Und dann der steht schon da, der Pickup. Ach, der hier? Ja, genau. Den hätte er gern in Purple. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir den schön sauber, schleifen den ein bisschen ab. Reicht der Unilack? Ja, ne? Ja, das reicht. Ist ja älteres Modell, ne? Genau. Ja, nee, perfekt. Hauptsache mal wieder frisch lackiert. Machen wir so, stellen wir rein. Aber auch wenn es ein altes Auto ist, ne, die zu lackierende Fläche bleibt ja trotzdem dieselbe und es kostet halt auch ein paar Mark, ne? Wie lange dauert es ungefähr? Also am morgigen Tag können wir es fertig machen. Heute, es ist ja schon 20 Uhr, das heißt, wir werden jetzt nur noch die letzten Kunden abarbeiten, dann werden wir uns wahrscheinlich auch aufs Ohr hauen. Und könnten Sie mir vielleicht einen Leihwagen anbieten? Sozusagen? Ja, klar, kann ich machen. Ist kein Thema. Gucken Sie mal hier der, mit den Sitzen hier, mit den pinken, mit dem wunderschönen. Ja, das wäre super. Guck mal, hier sind die Schlüssel. Wenn Sie mich dann einfach morgen anrufen könnten, wenn das Auto fertig ist, dann würde ich ihn abholen.
Genau so machen wir es. Ich sage ihm Bescheid. Wir werden es gleich, müsste die, ja, in zweiter Position sein. Ich glaube, wir haben da eine andere Apparatur. Aber in zweiter Position und dann rufe ich sie direkt an. Dann geht's los. Alles klar. Perfekt. Perfekt. Super. Grazie. Jo. Jo. Vielen Dank. Gucken Sie mal, ob die Schlüssel passen, ob ich jetzt die richtigen gegeben habe, weil wir so viele Fahrzeuge auf dem Hof. Okay, einen Moment. Gucken wir nach. Nee. Moment, ganz kurz. So, gucken Sie mal, ob die Schlüssel jetzt passen. Ja, passt. Perfekt. Ja, hallo? Hallo? Ja, das war wohl leider zu spät. Ich hoffe, er gibt es nach dem dritten Mal auf. Herr Adler? Herr Manus, guten Tag. Hallo, ich wäre schon sehr verbunden, wenn Sie das Fahrzeug wenigstens ausmachen würden hier auf dem Hof. Ah, ich dachte, das stört nicht, das läuft schon eine Dreiviertelstunde so. Ja, deswegen, ich sehe das Achtung! Schon. Achtung! Wie Achtung? Oh, lul. Ja. Hätte ich doch besser nichts gesagt. Ja, komm, mach mal aus den Kann hier. Oder spring dir nicht wieder an. Oh, der Gemeinderat hat mich widerwillig überredet, den Zement wieder einzustellen, aber unter strenger Beobachtung. Mhm. Interessant. Ich würde Ihnen jetzt gerne das Fass abliefern. Das Fass ist schon unseres? Das bestellt ihr, ja. Ah. Aber ich muss mal doof nachfragen, da wurde noch nichts bezahlt, ne? Nein. Korrekt. Aber Herr Mieger, kommen Sie mal mit. Ja. Was los? Schauen Sie mal den Fans ganz genau an. Wo ist er denn? Da hinten steht er. Ja. Ich soll ihn mal ganz genau anschauen. Ja, ganz genau. Ja, hast 500.000 Lichter dran gebaut. Nicht nur ach, das. Halt's Maul, Alter, ist nicht dein Ernst. Das ist die Fendt 1050er Adler Edition. Der will mich verarschen, Alter. Nein. Das erklärt natürlich einiges von vorhin mit Fehler behoben, ja? Ich glaube, es wurden Fehler hinzugefügt zum Fahrzeug, kann das sein? Herr Fieber, hallo. Sie dürfen gerne den Gülletanker bei mir holen. Sie können mir einfach nachfahren, das ist kein Problem. Ja, jetzt steht deine Base, Alter. Komm, häng das Ding ab, lass ihn so stehen hier. Ach, okay. Danke für die Lieferung. Also, ja, bei mir können wir sie. Ich komm nachher vorbei und löse die ganze Scheiße aus, ne? Ende. Alles klar. Nur, dass du Bescheid weißt. Gut, oh Stuart, ey, wir sind hier echt am Arsch, ey. Mm. Das ist eine Katastrophe, ist das. Kannst nur einen nach dem anderen wegschicken. So, Beate lässt jetzt erstmal das Fass hier stehen. Das ist gut, dann ist das nämlich fertig. Jetzt lass das Fass doch hier! Was machst du, Idiot? Du hast, ich weiß, dass du mich hörst, dein Fenster ist offen. Was macht er denn? Ja, was macht der? Der ist. Hat er sich fest. Ja, das ist. Ja, der fährt sich mit 1050. Ja, das ist ein Monk vor dem Herrn, ne? Oh ja, la. Herr Fieber? Kann ich das mitnehmen oder muss das erst auslösen bei Ihnen? Nee, das Fass können Sie mitnehmen, alles gut. Okay, schicken Sie dann die Rechnung? Ja, schicke ich. Die kann ich Ihnen direkt sagen, was Sie zahlen müssen. Nee, rufen Sie beim SN mal an, beim Herrn Graf Sachsen. Oh. Ja, ja, mach der macht das Finanzielle heute. Ja, schön. Ruf ich an, ja? Ja. Traumhaft. So, gut. Hallo. Wir nehmen das Fass mit, dann haben wir das auch schon mal von der Backe. Ah, hier, Herr Fuhrmann, kommen Sie mal mit. Kommst du, wir gehen mal rein hier in die warme Stube. Können wir schon mal alles zumachen der Weile. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir hier vorne das Tor zu. Das ist nämlich Feierabend. Ich mach schon. Machst du das Tor zu? Super nett von dir. Kannst du mal gucken, ob hinten das auch zu ist? Weil du weißt ja, wie die sind. Die schleichen sich ja überall rein. So, okay. Herr Fuhrmann? Ja. Ja, wir müssen mal leider etwas ernsthafteres Gespräch führen. Ja, bitte. Ja, es gibt Probleme. Problem, okay. Ja, oder beziehungsweise wir hatten in letzter Zeit etwas Probleme. Ja, wir können ja mal ganz kurz auf Stuart warten noch, weil der ist jetzt bei mir beschäftigt. Wir müssen mal noch einen Arbeitsvertrag machen, Stuart, und über deine monatlichen Verdienst reden. Ja, das ist ja nett. Entschuldigung. Arbeitet der Schwarz hier? Wie? Was, der arbeitet ja nicht schwarz hier. Ist ja schwarz, was ist das für eine Diskriminierung schon wieder? Ich glaube, die Hautfarbe schwarz mit der Schwarzarbeit hat wenig zu tun. Das ist tatsächlich etwas dunkler. Guck mal. Wow. Ich habe nichts gesagt. Ja.
Moment, Widerwillen? Ach, Widerwillen, ach so. Richard Berger wird die werte Bürgerin von Schwatzing im Auftrag des Landesamts für Straßenbau und Verkehr wird an der Hauptstraße entlang Fährt 61, Fährt 56 ein. Okay. Hoffentlich kein Baum gefällt. Früher hatten wir Licht in der Halle hier. Ist ziemlich dunkel hier, ne? Ja, ja, aber es gab mal Licht. Aha. Sehr schön. Sehr schön. Gut, es gibt ein Problem, Herr Fuhrmann. Ja, bitte. Der Herr Hirschfeld war letztens bei uns. Okay, ja. Und ich wollte mal fragen, ob Sie was davon wissen. Ich muss dazu sagen, es gab einen kleinen Streich. Straßenbaumaßnahmen durchgeführt, wird die Straßentemperatur vollständig gesperrt, mit umformen Sie das Gebiet weiträumig. Okay. Ob Sie was davon wissen, also wir haben tatsächlich einen kleinen Streich gespielt, jemanden, aber das war mehr lustig gemeint. Ob Sie was davon wissen, dass größere Prüfungsmaßnahmen und Kontrollmaßnahmen bei dem Herrn Ringele. Ja. Bin ich auf Namen gekommen. Ja. Bei dem Herrn Ringele stattgefunden haben, bei den Biobauern. Ja, tatsächlich. Das wurden auch alle Felder gesperrt bei ihm, für Bodenproben zu entnehmen. Und wegen was? Weil der Verdacht bestunde, dass er Herbizide einsetzt. Oder Kunstdünger. Okay. Was natürlich zu einem massiven Arbeitsausfall geführt hat, was ja dem Betrieb sehr viel Geld gekostet hat. Aber, also wir haben ja jetzt einfach nur so ein Fass hingestellt, ne? Ja, das reicht manchmal schon aus für gewisse Aktionen. Gegner auf das Tagesblatt rufen. Wissen Sie, was wir da an Strafe bekommen haben? Ja, weiß ich. Das waren 100.000. Ja. 50.000 der Herr Adler und 50.000 ich hier. Okay. Da wird er schon hinlangen. Dachte ich eigentlich, der Herr Adler bezahlt ein bisschen mehr, weil er ja finanziell besser dasteht. Naja, und er noch dazu das Ganze angestiftet hat. Das kommt ja doch dazu. Der kam, aber das haben sie jetzt nicht von mir. Der kam ja zu mir und hat gesagt, ja, hast du Bock hier auf einen kleinen Spaß? Ich so, naja, okay. Spaß ist immer gut, was hast du denn vor? Und dann kam der an und hat halt einfach ein Fass hinten auf seinem, Anhänger hinten drauf gehabt und hat gesagt, ja, komm mal mit. Ja. Okay, und das haben sie aber Herrn Hirschfeld gegenüber nicht gesagt. Ich hab gesagt, dass das dem Herrn Adler seine Idee war. Das habe ich gesagt, ja, ja. Also das habe ich definitiv gesagt, dass dem Herrn Adler seine Idee war. Zweifelslos waren sie ja dabei und dann ist das... ich war dabei, ohne Frage, das will ich auch nicht abstreiten. Aber ich bin halt hinterher gefahren und wo wir dann da oben angekommen sind, hat er halt das Fass abgeladen und ich sage, ja, was machst du denn? Ja, hier, wir spielen den Streich und so weiter. Und ich sage, ach so, wisst ihr, so ein Kunstdüngerfass da hinstellen, hahaha, und lustig. Und sind wieder gefahren. Ja, 100.000 Euro später habe ich mir so überlegt, war das doof mitzufahren. Okay, ja. Wissen Sie, wie ich meine? Also haben Sie sich nicht überlegt, das zur Anzeige zu bringen? Na nee, ich wusste ja nicht, dass der ganze Hof gesperrt wird. Ich habe so gedacht, der Ringele sieht das und ruft dann vielleicht mal an und so und fragt und da hätte man hahaha gemacht und hätten das fast wieder abgeholt. Wissen Sie, wie ich meine? Ja, scheinbar haben das noch mehr gesehen, weil da gewisse Behörden eingeschaltet wurden. Wissen Sie, von wem die eingeschaltet wurden? Das weiß ich leider nicht. Weil wie sind die denn überhaupt auf uns gekommen, muss ich ja auch mal an der Stelle fragen. Ich meine, wir geben es zu, ohne Frage, aber trotzdem muss es ja einen Grund geben, warum wir verdächtig werden. Wir haben tatsächlich ein anonymes Schreiben gekriegt. Ein anonymes Schreiben? Ja. Okay. Wo der Herr Adler gesehen wurde, eben mit diesem Fass. Er ist zu ihnen gefahren, hat sie abgeholt und dann haben sie sich auf den Weg wohl in Richtung Ringeles gemacht. Richtig. Aber ey, Stuart, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, ne? Aber angenommen... einer bringt einen um, ist jetzt ein krasses Beispiel, einer bringt einen um und ein anderer steht daneben. Wer bekommt denn da die höhere Strafe? Ja, der Verursacher, aber der dabei war, kriegt auch eine Strafe. Ja, ja, der kriegt definitiv eine Strafe, das ist schon klar, aber... Ja, der kriegt die Beihilfe, aber also der es gemacht hat, kriegt die höhere. Meines Wissens war es gewesen, dass eine Strafe zu zahlen ist von 100.000
Ja. Aber nicht, wer wie viel bezahlt. Nee, das hat ja der Herr Höchfeld so grandios aufgeteilt. Okay. Ja. Also wie gesagt, ich habe nur gehört, 100.000 Euro Strafe insgesamt. Wer wie viel bezahlt, ist egal. Naja, vielleicht können Sie ja nochmal mit dem Herrn Höchfeld reden. Sie haben ja einen guten Draht. Oder haben Sie noch einen guten Draht eigentlich? Ein Draht ist da, ob der gut ist oder schlecht, das... Ja, also auf jeden Fall ist ein Draht zwischen Ihnen. Ja, muss ja. Ja, Sie können ja mal mit denen reden, ob das so angemessen ist. Also ich muss schon sagen, es war... Wir auch nochmal mit dem Herrn Adler sprechen. Definitiv. Ja, können Sie auf jeden Fall auch nochmal machen. Ja. Oder meinen Sie jetzt mich? Nee. Nee. Sie, ja, ne? Ja. Ja, weil ich sag mal so, es war schon ein erheblicher Prozentsatz von dem gesamten Firmenkapital, was da flöten gegangen ist, ne? Also für so ein kleineres Unternehmen, wie ich es jetzt hier bin, wenn da so 30-40% des Gesamtkapitals auf einmal flöten gehen, dann kann man da schon mal ans Schwaudeln kommen. Ja, da muss man sowieso mal prüfen, ob das überhaupt zulässig ist. Hm. Naja, wenn Sie können... da so viel vom eigentlichen Wert entzogen wird. Sie können ja auf jeden Fall nochmal nachschauen, ne? Ja, wir werden das definitiv nochmal prüfen, ja. Alles klar, gut. Nur müssen wir halt Herrn Adler dazu ziehen, weil die 100.000 Euro waren festgesetzt, also im Falle eines Falles, dass Sie wieder eine Rückerstattung kriegen, muss der Herr Adler den Rest tragen. Ja, ja. Ja. Ja, naja, klar, ist richtig, da muss der ein bisschen mehr bezahlen, aber ja gut. Ich glaube, der ist noch einiges etablierter mit der Firma. Gut, aber danke, danke für das kleine Gespräch auch erstmal. Ja, kein Problem, natürlich. Ja. Guti, das war's eigentlich schon, gut, was ich wollte. Alles klar, danke schön. Perfekt, und, tschüss. Übrigens, Ihre neue Halle, die ist echt... groß. Sehr groß, ja. Aber sieht sehr gut aus. Danke. Danke auch. Tschüss. Dann mal schleich... Herr Manus, ich glaube, wir haben Besuch. Da steht noch einer vor der Tür draußen. Ja, der schleicht einer rum, oder? Ja, ja, kommt. Der steht hier vorne links. Die kannst du hier zumachen, wie du willst. Die kommt trotzdem drüber gehüpft. Die klettern dir sogar über die Mauer. Hallo? Guten Tag. Hallo. Ich wollte mal... Ja, lass uns mal durch die Scheibe sprechen. Wir haben eigentlich geschlossen. Nee, war ein Spaß, kommen Sie rein. So. Ich wollte mal fragen, ob mein Auto schon fertig ist. Wer ist fertig? Mein Auto. Vielleicht? Was heißt vielleicht? Was war denn das? Was war denn das? Ein grünes Auto. Das, was da steht. Welches Auto? Das grüne. Hier das? Genau. Das war da nicht ihrs. Das war mein Auto. Aber das... Ach so, das ist ihr Fahrzeug, aber das hat der Herr Krachen kaputt gefahren. Genau. Ach so, ich wusste nicht, dass das ihr Auto ist, jetzt ohne Mist. Wurde doch gesagt. Ich habe das Auto hier hingestellt bekommen. Mit der Dings hier, das muss gebaut werden. Der Herr Krachen ist da volles Rohr reingebrettert und der Herr Adler, nee, wer hat das geliefert? Müsste der Herr Adler gewesen sein. Ja. Aber ich wusste gar nicht, dass das ihr Auto ist. Ich hätte auch gar nicht gewusst, wen ich anrufen soll, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ist das jetzt fertig oder noch nicht? Ja, es ist 20.14 Uhr. Brauche es dringend. Ja, morgen früh, passen Sie auf, wir fangen normalerweise um 7 an. Weil Sie es so dringend brauchen, fangen wir schon 6.30 Uhr an. Und ich schätze, gegen 8.30 Uhr können Sie das Fahrzeug abholen. 8.30 Uhr? 8.30 Uhr, ja. Weil da müssen wir jetzt nämlich noch Stunden schieben und haben morgen früh dann noch eine Stunde, um alles wieder zusammenzuklimpern. Aber wie lange brauchen Sie denn, um so ein Auto zu reparieren? Ach, wissen Sie, ich weiß, andere machen das in 5 Minuten, aber tatsächlich nehmen wir uns ein bisschen Zeit dafür. Also wir wechseln die Teile, wir lackieren die Teile und wir bauen aus. War schon im Urlaub. Wie bitte? War schon im Urlaub. Sie waren im Urlaub? Ja, und das Auto ist noch nicht fertig. Dann kommen Sie so unentspannt wieder. Ja. Das Problem ist, wenn das Fahrzeug an Position, sage ich mal, 8 der Auftragsliste hier eintrudelt, dann muss ich Ihnen sagen, müssen wir doch leider erst die anderen 7 vorher machen. Ja, das Problem ist, ich bin Fußgänger zurzeit. Ach so, das ist wirklich Ihr einziges? Ja, ich habe zwar noch einen MB-Truck, aber da wird es ein bisschen schlecht, wenn ich es doch mal eilig habe oder in die Stadt muss. Kommt ihr mal mit.
Wo ist er denn hin? Hier, gucken Sie mal. Würde die abgebranzte Karre? Würde Ihnen der erstmal reichen? Der müsste aber morgen früh wieder hier sein. Und wie wissen der? Ja, der ist ein Firmenauto, aber den müssen wir zurückgeben. Oh, lol, noch nicht mal gewaschen. Ja, mein Gott, da wascht man halt noch. Also sie sind ganz schön frech. Ja, was denn? Ja. Für die Uhrzeit, ne? Es gibt die Werkstätten, da zahlt man 30 Euro am Tag für einen Ersatzwagen. Also hat er wenigstens ein Radio? Natürlich hat er ein Radio. Ja, weiß man ja nicht. Bei manchen dann haben sie noch Kassetten? Gebaut, vielleicht für die Werkstatt oder so, oder falls das andere mal kaputt ist. Und sogar wenn sie Kassetten haben, könnte da sogar Kassetten noch von reinstecken. Ja, nee, Kassetten. Das können sie auch von mir aus alles auf die Rechnung von Herrn Krachen setzen. Das ja, ist mach ich auch. Das ist mir sowas von egal. Ja. Immer schön teuer da. Der kann alles klar. Sind Sie denn wenigstens unverletzt aus dem Unfall gekommen? Ja, ich saß ja nicht drinne, zum Glück. Ach, das Auto war geparkt? Ja, und der kam dann mit dem Radlader so angefahren, hat die Kontrolle verloren und dann ist er voll in meine Karre rein. Ja, moin muss groß. Krass. Okay, gut, wir machen uns dran, ne? Also wie gesagt, gucken Sie mal, wann hier sind die Schlüssel, gucken Sie mal. Ja. Ja, passt. Ja, super, sag ich doch. Können Sie noch das Tor aufmachen? Ja, aber das Fahrzeug muss morgen früh, 7.30 Uhr wieder hier sein. Ja, ich gebe mir Mühe. Ja. Versprechen kann ich nicht. Ja, nee. 7.30 Uhr muss das Fahrzeug wieder hier sein, dann können Sie Ihren gleich mitnehmen. So, ja. Jetzt auf geht's, sonst kommen wir hier zu gar nichts. Ich bin vorhin über den Zaun Ja, ist schön, dass Sie über den Zaun geklettert sind. Macht auch Sinn beim Zuntor, dass man dann über den Zaun klettert. Herr Feldmann? Stuart? Stuart? Hallo? Okay. Wow, TS abgekackt. Ja, moin. Perfektes Timing. Gut, aber dann machen wir auch erstmal Feierabend. Dankeschön erstmal fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Für die Leute, die live zuschauen, geht es natürlich weiter. Für die Leute, die auf YouTube schauen, in ein paar Stunden kommt dann die nächste Folge. Vielen Dank für den ganzen Support. Ich bin erstmal raus. Bis dahin. Tschüss.